Neue Vorstöße bei der ukrainischen Gegenoffensive werden gemeldet. Nach Angaben der stellvertretenden ukrainischen Verteidigungsministerin machen die ukrainischen Streitkräfte in den Gebieten außerhalb von Bachmut trotz heftigen russischen Widerstands täglich Fortschritte. Zudem soll eine russische Formation in der von Russland kontrollierten ostukrainischen Stadt Makiewka angegriffen worden sein. Ja, aber die Lage rund um das Atomkraftwerk Saporischschja spitzt sich erneut zu. Kiew und Moskau werfen sich nämlich gegenseitig vor, in allernächster Zeit einen Anschlag auf Europas größtes AKW verüben zu wollen. Der aktuelle Kriegsüberblick an diesem Mittwochmorgen von Christoph Hepp. Eine HIMARS-Rakete schlägt ein in Makiewka, im russisch kontrollierten Teil der Ukraine. Laut Kiew galt der Angriff einer russischen Armeeeinheit. Bei dem Treffer seien aber auch Munition und Treibstoff der Angreifer zerstört worden. Der Gouverneur der russisch besetzten Region Donetsk wiederum gibt an, bei dem Angriff sei ein Zivilist getötet und mindestens 25 weitere verletzt worden. Zudem seien Wohnhäuser, ein Krankenhaus, Schulen und ein Kindergarten beschädigt worden. Unterdessen eskaliert der Streit um das russisch besetzte Atomkraftwerk Saporischschja weiter. Moskau und Kiew beschuldigen sich gegenseitig, das AKW in die Luft sprengen zu wollen und so eine nukleare Katastrophe auszulösen. Uns liegen Geheimdienstinformationen vor, wonach das russische Militär sprengstoffähnliche Gegenstände auf dem Dach mehrerer Kraftwerksblöcke platziert hat. Es ist wahrscheinlich, dass sie damit einen Angriff simulieren wollen. Es könnte aber auch ein anderes Szenario sein. Aber in jedem Fall sieht die Welt, dass die einzige Gefahrenquelle für das Kernkraftwerk Saporischschja Russland ist und niemand sonst. Mit der Sprengung des Kachowka-Staudamms habe Russland bereits eine rote Linie überschritten. Mit groß angelegten Übungen trainiert man deshalb in der Ukraine bereits den nuklearen Ernstfall. Und während an der Front weiter erbittert um jeden Meter gekämpft wird, hat Moskau Bilder veröffentlicht, die Präsident Putin zeigen, wie er ein 8-jähriges Mädchen im Kreml empfängt. Bizarrer Höhepunkt der Inszenierung. Putin und das Mädchen telefonieren mit dem russischen Finanzminister und erbitten zusätzliche Mittel für die Heimatregion des Mädchens im Süden Russlands. Ausgezeichnet, wir haben 5 Milliarden Rubel für Dagestan. Umgerechnet rund 51 Millionen Euro. Laut Beobachtern der letzte einer ganzen Reihe entsprechender Auftritte Putins seit dem Wagner-Aufstand, die den Kreml-Herrscher volksnah und in Kontrolle über das Land zeigen sollen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.